Wow, vielen Dank für die ersten Gänsehautmomente an das HR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Alain Altinoglu und an den Chœur de la Monnaie, den Chor der Oper Brüssel. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper jetzt schon. Wir machen ja mit Ihnen heute Abend eine musikalische Reise durch Europa. Wir feiern 20 Jahre Euro. Unglaublich, der Euro vereint Europa bereits seit 20 Jahren. Und deshalb hören Sie heute Abend Musik von europäischen Komponisten, die im heutigen Kulturraum Europa einen großen Namen hatten, die hier gewirkt haben, die einen ganz großen Einfluss hinterlassen haben. Es ist Musik von Komponisten, die ihre Heimat verlassen haben, im Ausland, im europäischen Ausland sehr erfolgreich waren, wie zum Beispiel Georg Friedrich Händel. Es ist Musik, die Sie heute Abend hören, von Komponisten, die mit ihren Werken andere Künstler in Europa unglaublich beeinflusst haben, die selber politisch aktiv waren und die auch für europäische Werte gestanden haben. Und weiter geht es jetzt mit Auszügen aus Opern. Sie hören berühmte Arien, und zwar zwei Duette, ein Männerduett und ein Frauenduett. Bei dem Männerduett ist es so, dass sich etwas verändert hat. Eigentlich sollte heute Tenor Eric Cutler spielen, stand auch so im Programm. Der ist leider krank geworden und musste kurzfristig absagen. Da gab es mal kurz Aufregung im HR-Sinfonieorchester. Aber dann hat sich Gott sei Dank Francesco De Muro gefunden. Er ist kurzfristig eingesprungen und sagte, na klar, ich bin auf jeden Fall dabei, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Er singt gleich zusammen mit Bariton Paul Gay ein Duett aus dem Perlenfischer von Bizet. Und vorher hören Sie noch die berühmte Barcarolla aus der Oper Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach. Und dazu begrüßen wir herausragende Solistinnen, die Sopranistin Julia Kleiter und Alt Nora Gubisch.
Ah, sag mal Spanisch. Hallo? Es gibt einen anderen Tenor. Backstage, ja? Ja. Elfe nouveau me consume. Amare pousse ma main. D'abord que l'amour s'empare et nous change l'ennemi. Oh, que rien ne nous sépare. Non, rien. Que rien ne nous sépare. Non, rien. Thank you.
Vielen Dank an die Solisten des heutigen Abends, Julia Kleiter, Nora Gubisch, Francesco Temuro und Paul Gay. Und jetzt möchte ich Ihnen den Dirigenten des heutigen Abends doch noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Alain Altinoglu. Es ist uns eine so große Freude, Sie hier zu haben. It's such a pleasure to have you here. Sie sind der Chef eines der größten Opernhäuser in Europa, der Oper in Brüssel. Von dort haben Sie auch Ihren Chor mitgebracht. Und nun sind Sie aber auch ein gefragter Gastdirigent weltweit. Es ist aber das erste Mal, dass Sie mit dem HL Sinfonieorchester zusammenspielen. Seit Montag üben Sie. So, wie waren die letzten 4 Tage für Sie? How were the last 4 days for you with this orchestra? Okay, leider spreche ich kein Deutsch, so I speak English. you know, I knew this orchestra, of course, because I heard a lot of recordings, video streamings, but it's very different when you work with an orchestra. And I have to say, this amazing orchestra is so well prepared and flexible. And you are going to hear how they play the French music also. It's amazing. And I think Frankfurt is very lucky to have this orchestra. And I have the feeling also that the orchestra is lucky to have this public also here. Oh ja, sehr. Er hat auch gerade gesagt, das Orchester ist sehr gut vorbereitet und auch sehr flexibel. Und Frankfurt kann sich glücklich schätzen, dieses tolle Orchester zu haben. Normalerweise dirigieren Sie auch in Konzerthäusern, jetzt nicht so oft Open Air. Was ist jetzt für Sie die besondere Herausforderung, in diesem Ambiente zu dirigieren? What is the special challenge for you to conduct here, outside in this area? Of course, for us, the difference is that we don't play acoustically, but with microphones. So we feel like a rock star or rock orchestra in front of this audience, so crowded. So we are so happy. So that's the main difference. And of course, I feel here that people will listen to classic music also with a lot of attention. Sometimes, you know, people. And here, oh, you have something to eat also. Yeah, that's super. But yeah, it's amazing. Also es ist insofern eine große Herausforderung, weil die Akustik natürlich eine ganz andere ist als in einem Konzerthaus. Aber ihm gefällt es auch, dass Sie, obwohl wir hier draußen sind und essen, aber so aufmerksam sind. Das nächste Stück, was wir hören, das ist ein ja, ungewöhnliches Stück, was viele möglicherweise gar nicht kennen. Und zwar ist es von Albert Roussel, die zweite Suite aus dem Ballett Bacchus und Ariane. Warum haben Sie dieses Stück ausgesucht? Why did you choose this piece? The theme is Europa. Yeah. I am French, so it was, I think, normal to have a French piece. Albert Roussel is not very famous. He was first a sailor, Seemann, until 25 years old, and then he decided to be a composer. And Bacchus und Ariane is one of his last pieces. It's the story of Ariane and Bacchus, and you are going to hear the beginning. It's very lively, very quiet, because Ariane is alone on her island. She's scared, but the god Bacchus arrives. He makes his dance of seduction. At the end, he will take the stars and make a crown to make her the queen. So this is the story of the piece. Thank you so much. Er hat dieses Stück ausgesucht, weil es geht heute um europäische Komponisten. Und er ist ein französischer Komponist, Franzose genau wie Alain. Und er war bis zu seinem 25. Lebensjahr Seemann, Sie haben es gerade gehört, und fing erst dann mit dem Komponieren an. Und Bacchus und Ariane ist eines seiner letzten Stücke. Und es ist wichtig, dass wir am Anfang alle leise sind, denn da ist Ariane alleine auf der Insel und hat noch Angst. Und dann kommt Bacchus, der Gott, und holt ihr die Sterne vom Himmel und macht ihr daraus eine Krone. Genießen Sie also jetzt Albert Roussels zweite Suite aus dem Ballett Bacchus und Ariane mit dem HL-Sinfonieorchester unter der Leitung von Alain Altinoglu.
Thank you.
So, meine Damen und Herren, wir steuern jetzt auf das rauschende Finale zu. Und das wird wirklich rauschend. Das wird rauschen in Ihrem Kopf, das wird rauschen in Ihrem Herzen, das wird rauschen in Ihrer Seele und in Ihrem ganzen Körper. Das ist Musik, die macht was mit einem, die lässt niemanden kalt. Selbst die nicht, die sonst normalerweise mit Klassik nicht so viel zu tun haben.
Es ist der Schlusssatz aus der 9. Sinfonie von Beethoven. Es ist die letzte vollendete Sinfonie von Beethoven und als Text hat er sich ein Gedicht von Friedrich Schiller ausgesucht, An die Freude. Und dazu werden wir auch wieder den Chœur de la Monnaie erleben, den Chor aus Brüssel. Sie sind herzlich eingeladen, mitzusingen hier an der Weseler Werft oder auch zu Hause, wo auch immer Sie uns schauen oder auch zuhören. Und jetzt lassen Sie sich einfach drauf ein, lassen Sie sich in diese Musik hineinfallen. Es kommen auch noch einmal die Solisten des heutigen Abends dazu. Julia Kleiter, Nora Gubisch, Paul Gay und als Ersatz für Eric Cutler, der ja krank geworden ist und leider kurzfristig absagen musste, ist Attilo Glaser eingesprungen. Der hätte eigentlich heute an der Oper Frankfurt proben sollen, weil nämlich Idomeneo nächste Woche dort wieder an den Start geht. Und Dankeschön an die Oper Frankfurt, dass sie ihn uns freigegeben hat für heute Abend und dass er so kurzfristig da aus der Probe raus ist und zu uns gekommen ist, damit Sie dieses große Finale erleben dürfen. Genießen Sie also jetzt das HR Sinfonieorchester gemeinsam mit dem Chœur de la Monnaie und allen Solisten unter der Leitung von Alain Altinoglu mit dem Schlusssatz der 9. Sinfonie von Beethoven.
Thank you.
Thank you.
Hallo. Zugabe? Wir haben mit Händel beginnen, so wir möchten auch Händel jetzt. Dankeschön. Thank you.
Frankfurt, vielen Dank, merci beaucoup. Das war viel Spaß. I would like to finish with Alleluia, okay? Thank you very much. Thank you.